Ich lese ziemlich oft in den YouTube-Kommentaren, dass andere Kommentatoren gut gemeinte Ratschläge geben, wo dann gesagt wird, Leute, macht euch nicht so einen Stress, lasst euch Zeit, genießt das Studium, ihr werdet nach dem Studium schon einen guten Job finden, lasst euch dann nicht so verrückt machen, wenn der David sagt, es ist schwer, da reinzukommen. Und das mag vielleicht zutreffen für irgendeinen Job. Ja, du wirst irgendeinen Job schon finden, wenn du anständige Noten schreibst und vielleicht mal ein, zwei Praktika gemacht hast. Aber fürs Investmentbanking und für die Strategieberatung und fürs Private Equity und fürs Asset Management stimmt das einfach nicht. Ja, und ich möchte euch heute mal zeigen anhand von ein paar konkreten Zahlen, wie umkämpft beispielsweise das Investmentbanking denn wirklich ist. Das ist jetzt hier eine Zusammenfassung, die habe ich so noch nirgends gesehen. Da sind jetzt Zahlen, die haben wir herausgefunden, A, durch eigene LinkedIn-Recherche, aber vor allem auch durch unser Netzwerk, dadurch, dass wir Leute kennen, sowohl in London als in Frankfurt bei den ganzen Investmentbanken und Elite-Boutiquen. Da kann sich drauf verlassen, kann sich nicht drauf verlassen. Ich bin mir sehr sicher, dass die Zahlen zumindest grob geschätzt so stimmen. Und ich habe dafür hier eine Excel erstellt. Ja, ich hätte es hier auch noch ein bisschen schöner vielleicht machen können, aber ich dachte mir, komm, für das Video erfüllt die Excel hier ihren Zweck. Und was du hier siehst, ist quasi eine Schätzung der jährlich verfügbaren Analyst-Positionen im Investmentbanking für Bewerbende aus der Dachregion. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass hier vor allem Leute, die dieses Video anschauen, die in der Dachregion studieren. Ich zähle jetzt, oder wir haben in die Zahlen jetzt aber noch reingezogen, auch noch die Leute aus der Dachregion, also die deutschsprachigen Leute, die irgendwo im Ausland studieren, an der LSI, wo weiß ich, in Maastricht, an der Bocconi etc., die haben wir aber auch noch reingeschmissen. Das heißt, was wir hier zusammengefasst haben, sind einfach so die Positionen, die typischerweise an Leute aus der Dachregion im Investmentbanking vergeben werden. Ja, und Analyst-Positionen sind einfach die Einstiegsposition, ja, also du steigst als Analyst ein nach dem Bachelor oder nach dem Master im Investmentbanking. Und da will ich euch jetzt mal ein paar konkrete Zahlen geben. Und wir fangen vielleicht als allererstes mal an mit den Zahlen für Frankfurt. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch natürlich zu den Top-Adressen möchten. Ja, weil in der Regel, vor allem am Anfang vom Studium, hat jetzt niemand das Ziel, okay, ich möchte irgendwie zur Nummer 17 oder so im Investmentbanking, zu einer kleineren Boutique oder so, sondern in der Regel möchte man zu den großen Namen, wo man an den größten Deals mitarbeiten kann, wo man die besten Exit-Möglichkeiten hat, etc. Das heißt, wir fokussieren uns so auf die Top 10 Investmentbanken, aber ich habe es extra auch nochmal unterteilt, so wie das Ganze denn wirklich aussieht hier für die Top-Adressen, für die, die danach kommen und für die, die danach kommen. Also wie gesagt, die Zahlen, die du jetzt gleich sehen wirst, sind eine grobe Schätzung. Das ist jetzt auch nicht hier irgendwie bei den Investmentbanken 1 bis 3 sieht es genau so aus, die Zahlen, aber es ist schon relativ genau. Es ist sogar fast ein bisschen konservativ gerechnet. Also in der Realität sind es eher ein bisschen weniger Analyst-Positionen. Also, wie sieht es da in Frankfurt aus? Wie viele Analyst-Positionen werden da pro Jahr in etwa vergeben? So, Zahl, mit der du rechnen kannst, ist zwischen 5 bis 15 Analysten pro Jahr, pro Investmentbank bzw. pro Elite-Boutique. Da gibt es ein paar Adressen, die stellen in Frankfurt sehr viel ein. Da ist in Frankfurt ein sehr großes Team. In der Regel ist es allerdings nochmal, also es kann auch mal nur drei, vier Analysten in Frankfurt geben pro Investmentbank. Also das hier ist eine realistische Schätzung, sage ich mal, für die Top 3 Investmentbanken in Frankfurt, dass die so im Schnitt, ja, was haben wir hier, 9 Positionen vergeben an Berufseinsteiger, also im klassischen Investmentbanking. So, und das zieht sich jetzt auch bei den anderen so durch, ne, dass wir so zwischen 5 bis 10 Positionen in etwa haben pro Investmentbank. Und damit kommen wir in Frankfurt auf eine Summe von knapp 100 Analyst-Positionen, die jedes Jahr ausgeschrieben werden. Und das musst du dir jetzt mal wirklich altbildlich vorstellen, wie unglaublich wenig das ist.
Ja, also allein dieses Video wird wahrscheinlich nach 20 Minuten Upload schon 100 Aufrufe haben. Natürlich sind jetzt nicht diese 100 Aufrufe einzig und alleine von Leuten, die realistische Chancen haben, sich nach ihrem Studium im Investmentbanking zu bewerben. Aber von den 2.000, 3.000 Aufrufe, die das Video hier wahrscheinlich nach einem Tag haben wird, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da einige Leute dabei sind, die allein hier schon mal diese Plätze voll machen. Und wie gesagt, man hat ja nicht das Ziel eigentlich hier bei der Nummer 9 einzusteigen, sondern du willst ja schon hier wirklich weit oben rein. Ne? Und wenn wir hier mal nach unten rechts schauen, haben wir Summe irgendwie so 50 Positionen bei den Top-Investmentbanken. Also es ist unglaublich umkämpft. Ja, also wenn du dir mal überlegst, irgendwie wie viel, dazu werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen. Ich habe hier unten auf einem anderen Tabellenblatt auch mal ganz genau analysiert, wie viel Studierende es bei den Target-Unis gibt pro Jahrgang und wie viel davon dann circa ins Investmentbanking, in die Strategieberatung etc. wollen. Wenn du das Video nicht verpassen möchtest, abonniere auf jeden Fall den Kanal und drück auf die Glocke, dass du da direkt mit benachrichtigt wirst. Aber es ist einfach krass, wie wenig freie Stellen es gibt. Und ich glaube, das ist vielen von euch nicht bewusst. Vor allem ist es den Leuten nicht bewusst, die dann gut gemeinte Kommentare unten abgeben und dir erzählen, dass du dir Zeit lassen kannst. Weil wenn es in deinem Jahrgang über alle Dachstudierende 40 Leute gibt, die sich nicht so viel Zeit lassen wie du, die auch ins Investmentbanking wollen und die dann noch effizienter vorgehen, sondern werden dir wahrscheinlich hier diese NLS-Programme einfach wegschnappen. So, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, es gibt jetzt nicht nur, es gibt nicht nur in Frankfurt Jobs bei den Investmentbanken, sondern Gott sei Dank auch noch in London. Ne? Und in London sind die Teams in der Regel größer, ja, vielleicht bei einer Adresse nicht ganz so stark, aber in der Regel sind die Teams in London auch nochmal deutlich größer. Hast allerdings das Problem, dass du in Frankfurt als ein Bewerber aus der Dachregion, also jetzt nicht, dass du in der Dachregion studiert hast, aber dass du quasi deutschsprachig bist, da hast du in Frankfurt einfach einen Vorteil, weil die ganzen Franzosen, Italiener, Spanier, Briten, Schottländer etc., die wollen natürlich alle eher nach London als nach Frankfurt in der Regel. So, das heißt, hier haben wir deutlich mehr Positionen. Allerdings werden die jetzt natürlich nicht alle mit Deutschen, Österreichern und Schweizer besetzt, sondern da gibt es jetzt auch keine klaren Quoten. Ja, also man sagt jetzt nicht irgendwie 15% der Plätze gehen an deutschsprachige Bewerbende, aber so grob gesagt, mit ein bisschen Recherche, mit ein paar Insights von Leuten in der Branche, kann man in etwa auch wieder von solchen Zahlen ausgehen. Vielleicht nochmal ein bisschen höher, weil so Leute irgendwie, die jetzt an der LSI, Bocconi etc. studieren, so, die bewerben sich dann auch tendenziell eher in London als in Frankfurt. Das heißt, so tendenziell sind die Zahlen vielleicht ein Ticken nochmal höher, weil sich noch mehr Leute hier drauf bewerben. Aber so groß sind die Zahlen dann auch nicht. Ne? Und auch hier wieder, ne, wenn wir das hier mal als Summe nehmen, irgendwie haben wir irgendwie dann 40 Positionen und hier haben wir dann noch 27, das zusammengerechnet. Da sind wir dann irgendwie wenn wir sehr optimistisch rechnen, dann irgendwie bei 70 Stellen bei den Top-Investmentbanken pro Jahr. Ja, und da bist du verglichen mit richtig krassen Leuten. Also nur, um das einfach mal klar zu machen, wie selektiv das Ganze ist. Ja, hier ist auch nochmal zusammengerechnet, quasi jetzt hier diese Zellen. Und da kommen wir dann halt insgesamt auf so, ja, 200 bis 250 verfügbare Positionen jedes Jahr bei den Top-Investmentbanken. Ja, und wenn wir jetzt als Top-Investmentbanken, sage ich mal, nur 4-5 definieren würden, dann sind wir hier bei 140 Stellen pro Jahr. Und das ist halt eine super geringe Zahl. Und jetzt finde ich, ist das auch mal ein ziemlicher Wachrüttler irgendwie, wenn man denkt, man kann sich da Zeit lassen. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass von den, sag ich mal, es gibt irgendwie 230.000 BWL-Studierende, glaube ich, alleine in Deutschland. So, davon will natürlich bei weitem nicht jeder ins Investmentbanking. Ja, aber
Lass es irgendeine Zahl zwischen 3 bis 5% sein, die, sag ich mal, grundsätzliches Interesse haben, in diese Branchen reinzugehen. Dann bist du bei so einer großen Menge an Leuten, die eigentlich Bock hat auf diese Jobs, auf die Exit-Möglichkeiten, auf die Karriere, also auf die Karrierechancen und Exit-Möglichkeiten, auf die Gehaltsaussichten, auf den Impact, den du in diesen Berufen haben kannst, dass da so viele Bewerber kommen auf eine so geringe Anzahl an verfügbaren freien Plätzen, dass man sich halt so erklären kann, warum es denn so selektiv ist, dort reinzukommen und warum diese Investmentbanken auch so selektive Auswahlprozesse haben, ja? Warum diese Investmentbanken voraussetzen, dass du x Vorpraktika bereits gesammelt haben musst, dass du da Online-Tests durchlaufen musst, Hireviews, einige Interviewrunden, bevor du da dann überhaupt ein Angebot bekommst. Und was dann auch einfach zeigt, warum vielleicht Leute auch bereit sind, so viel und hart dafür zu arbeiten, weil es gibt halt nur super wenige Jobs in diesem Bereich. Ja, und wenn dann jemand ist und sagt, okay, nee, ich möchte das nicht machen hier, ich möchte irgendwie mehr Freizeit haben, dann sagen die halt, ja, okay, dann nehmen wir halt von den 500 Leuten auf der Warteliste den nächsten. Ja, also das musst du dir mal wirklich klar machen. Und das soll jetzt auch nicht in die Richtung gehen von wegen, ja, du kannst es nicht schaffen. Natürlich kann man es schaffen. Aber du musst dich halt schon ranhalten. Ja, also das ist wirklich extrem wichtig. Ich werde das wahrscheinlich auch nochmal machen fürs Consulting. Und dann werde ich auch mal so ein bisschen auf die Anzahl der Studierenden etc. eingehen, dass du das einfach mal ein bisschen besser abschätzen kannst. Aber es lohnt sich wirklich, hier Gas zu geben, weil das Coole ist natürlich auch, wenn du dann einer von diesen, ja, 200, 250 Leuten bist aus deinem Jahrgang, die es hier reinschaffen bei den ganz großen Playern, so, dann hast du halt den Vorteil, bei den ganzen PEs und Asset Managern und in internen M&A-Abteilungen bei Konzernen etc., da ist dann die Konkurrenz für diese Exit-Stellen ist dann nicht mehr so riesengroß. Natürlich musst du auch hier dann von deiner Analyst Class wieder zu den Besten gehören, um da die allerbesten Chancen zu haben. Aber sobald du es hier einmal reingepackt hast, da geht es dann immer noch weiter. Aber dann hast du diesen ersten Schritt auf jeden Fall schon mal gepackt. Und ab dann wird es dann halt einfach immer leichter, weil die Konkurrenz einfach niedriger ist. Aber diese Schwelle, den Einstieg zu schaffen, da ist die Konkurrenz wirklich noch riesengroß. Und da herrscht einfach auch eine sehr große Informationsasymmetrie. Da herrscht sehr viel Glück. Tatsächlich auch, ja, man hat irgendwo mal jemanden kennengelernt und da ist man reingerutscht so. Und das wollen wir hier mit Pumpkin Careers am Ende des Tages wegmachen. Ja, diese Informationsasymmetrie, diesen Faktor Glück etc. Und es am Ende des Tages jedem ermöglichen, der da motiviert ist, der wirklich sagt, ich möchte hier zu diesen allerbesten Leuten gehören, wenn ich fertig bin mit dem Studium, dass du das auch hinbekommst. Ja, das ist unser Ziel mit Pumpkin Careers und dazu siehst du hier die ganze Zeit die Erfahrungsberichte von den Leuten, die Progress Stories von uns, weil wenn du die ganze Zeit deine Noten verbesserst, bessere Praktika bekommst, dein Netzwerk aufbaust, all das sind einfach Schritte, dass wir die Wahrscheinlichkeit maximal oder maximieren, dass du hier zu diesen Leuten gehörst, die am Ende da reinkommen. Ja, wir können dir nicht versprechen, dass du es schaffst, dort reinzukommen. Wir können, genauso haben es auch Leute vor uns natürlich geschafft, hier diese Positionen zu besetzen, aber es ist halt ein kompletter No-Brainer, dass wenn du immer alles optimierst und da immer Leute an deiner Seite hast, die dir 2, 3, 4, 5 Schritte voraus sind bei den ganzen Sachen, da schon zig andere Leute ebenfalls begleitet haben, dass du es einfach leichter haben wirst. Und das möchte ich dir eines Tages, wenn du dir dieses Video anschaust, auch ermöglichen. Ja, und um da für dich selbst auch mal abschätzen zu können, wie wir dir da helfen können, möchte ich dir wirklich empfehlen, dass du dich bei uns mal bewirbst auf die kostenfreie Status Quo-Analyse, falls du es noch nicht gemacht hast, weil wir in der Status Quo-Analyse mal ganz genau dein bisheriges Profil und deinen bisherigen Kenntnisstand analysieren und dann gemeinsam mit dir einen Plan entwerfen, was für dich alles zu tun ist, damit du hier wirklich zu diesen Top-Leuten gehörst, die da dann den Einstieg schaffen, wenn du das Ziel hast, im Investmentbanking, in der Strategieberatung, im Private Equity oder im Asset Management reinzukommen. Ja, und um dich darauf zu bewerben, kannst du einfach auf pumpkincareers.com gehen, kurz unser Bewerbungsformular ausfüllen, ist direkt unten verlinkt und dann geht da der Prozess los, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Ja, wenn dann am Ende von der Status Quo-Analyse wir der Meinung sind, du würdest auch von einer längerfristigen Zusammenarbeit
mit uns profitieren und du sagst, ja, ich sehe das auch so, dann können wir auch im Elite-Coaching komplett durchstarten. Ja, es sind schon genug andere Leute dabei, die eben auch diese Ziele haben und die von uns dabei begleitet werden, dass da alles passt. Ja, und es macht auf jeden Fall Sinn, da dabei zu sein, wenn man diese Ziele hat. Schau es dir einfach mal an, bewirb dich da bei uns und dann können wir gucken, inwiefern das für dich und deine Situation Sinn macht. Aber wie gesagt, diese Zahlen, das kannst du gerne auch mal auf LinkedIn Research, da kannst du auch gerne mit Leuten in der Branche sprechen. Wie gesagt, ich lege jetzt nicht meine Hand ins Feuer. Vielleicht sind es 20% weniger, vielleicht sind es 20% mehr. Aber ganz ehrlich, auch wenn wir eine doppelte Anzahl an Leuten an Stellen hätten, wäre das immer noch sehr krass. Ja, also das, nimm das hier auf jeden Fall mit als Motivation und guck, dass du da auch wirklich Gas gibst. Weil sonst, ja, du siehst, wie selektiv es ist, wird es Leute geben, die da mehr den Biss haben, da reinzukommen. Ne? Und es ist ja auch völlig fein, wenn du da nicht reinkommst, wenn du nicht diese Ziele hast. Aber wenn du das Ziel hast, wirklich, du willst da reinkommen, aber dann nicht bereit bist, da die notwendigen Schritte zu machen, dann ist halt schade. Ja, und das wollte ich dir einfach mitgeben. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wie gesagt, lass gerne einen Daumen hoch da, wenn du mehr solcher, mal konkretere Insights haben möchtest und wenn du auch hier mal das Video zu den anderen Studierenden sehen möchtest und für Consulting etc. Und schreib mir auch sonst unten in die Kommentare, was für andere Videos dich da auch interessieren würden. Wie gesagt, Status Quo-Analyse direkt unten in der Beschreibung, kannst du das abchecken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, viele Grüße, dein David.